paar Videos, bin ich mit der Qualität sehr unzufrieden, weil ich bin ein qualitätsliebender Mensch. Ich mag einfach High-Quality-Aufnahmen, beziehungsweise, ja, wenn ich nur 3 Pixel sehe, habe ich davon nicht. Da kriege ich Augenkrebs, möchte ich nicht. Ansonsten, ja. Was ich Ja. persönlich sehr, sehr angenehm finde zu deinen Videos, ist, dass du jedes Mal dich persönlich vorstellst und jedes Mal dich auch persönlich verabschiedest. Ist das nur so ein Tick von dir, weil du gerne deinen Namen sagst, oder ist das von dir eher so eine Marke? Am Anfang wusste ich nicht, wie ich es machen soll. Da habe ich mir erstmal gedacht, mein erstes Let's Play, muss den Leuten auch erstmal sagen, wer du bist. Also habe ich mich vorgestellt. Und da ich mir gedacht habe, ich nehme ja immer nur 10 Minuten auf, habe ich mich auch wieder verabschiedet von den Leuten. Mittlerweile ist es einfach, glaube ich, ein Markenzeichen. Ich wurde ja auch schon angemault, weil ich es mal vergessen habe, beziehungsweise zu früh gesagt habe, weil das Video dann noch nicht zu Ende war. Es ist, also mittlerweile gehört es mit dazu. Es ist zwar kein Zwang dazu sagen, aber ich denke, das macht jetzt so mich in dem Video aus. Es gehört Ja, ein Markenzeichen. ich würde auch keine deiner Videos mehr ohne diese Begrüßung missen wollen. Genauso ist es ja mit diesen Hängen, mit diesen Cliffhängern, die man so gut kennt. Also ich muss sagen, ab und zu beiße ich wirklich in die Tischkante und sage mir, mein Gott, warum macht er genau da den Schnitt? Ich möchte das neue Video. Und dann gucke ich und es sind keine Mass Effect 2 Videos mehr da. Gott, wieso machst du diese fiesen Cliffhanger? Ich mache sie größtenteils, um euch zu ärgern, um mich selber auch noch bei Laune zu halten. Nein, ich spiele ja Mass Effect 2 mittlerweile blind, also blind. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht, oder ich weiß es schon, nur halt eben weiß ich nicht genau, wie es weitergeht. Also ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich schneide es einfach in diesen 10-Minuten-Takt, beziehungsweise ich versuche es, ich versemmel es ja auch oft genug und zwischendurch sind da einfach Stellen, wo ich mir dann sage, geil. Ich möchte jetzt eigentlich wissen, wie es weitergeht, aber 10 Minuten sind um. Cut-Taste drücken, beziehungsweise meinen schönen Abschlusssatz sagen und dann habt ihr den Cliffhanger. Und ich habe mir einfach zur Regel gesetzt, ich lade meine Standard-Videoanzahl hoch, beziehungsweise ich versuche diesen Standard zu halten. Und wenn dann so ein schöner Cliffhanger dabei ist, müsst ihr mitleben. Wie betrachtest du denn dein eigener Zuwachs an Abonnenten? Würdest du sagen, das ist deiner Qualität gerecht entsprechend, oder würdest du sagen, das sind doch etwas viele dafür, dass ich doch relativ frischer Let's Player bin? Das ist eine gemeine Frage, das ist dir hoffentlich klar. Darum stelle ich sie dir. Der Zuwachs meiner Abonnenten. Erstmal finde ich es schön, dass die ganzen Leute mich abonniert haben. Ich sehe es ja auch anhand der Zahlen, die bei den Videos stehen, dass wirklich auch fast jeder Abonnent sich diese Videos anguckt. Deswegen bin ich noch nicht beunruhigt. Ich habe mich ja auch von den großen Let's Playern ferngehalten. Also es gibt ja die großen. Ich denke, ich muss sie Ja. nicht nennen, aber es gibt sie. Und ich bin eigentlich froh, dass ich so viele Leute von mir begeistern konnte, ohne irgendwie Werbung oder sonstiges zu machen. Apropos Werbung, wirbst du für mich? Oder wirbst du für andere Abonnenten von dir? Wenn das, was sie machen, mir gefällt, dann wird auch das in einem Video gesagt werden. Genauso wie ich ja auch erwähne, wenn mir irgendjemand Tipps gegeben hat oder so. Wenn mir der Abonnentenname natürlich einfällt. Das finde ich auch wirklich sehr schön, weil dadurch baust du ein persönliches Verhältnis mit den einzelnen Zuschauern auf und schaffst dir wirklich so eine Art familiäres Verhältnis. Was ich wirklich sehr lustig finde, ist, dass du ja Mass Effect 2 möglichst positiv, also sozusagen möglichst vorbildlich durchspielst und Seeking Guy hingegen es möglichst abtrünnig durchspielt. Habt ihr euch da abgesprochen oder war das eher so eine zufällige Sache? Es war komplett Zufall. Wirklich. Ich habe The Seeking Guy eigentlich nur gefunden, weil ich mich mal nach anderen Let's Playern umgeguckt habe in Bezug auf Mass Effect 2. Mir hat es sehr gut gefallen, ich habe es mir angeguckt und mir ist halt eben aufgefallen, er spielt das nicht ganz so gut durch. Also er wählt sehr viel abtrünnig oder böse Sachen aus. Und daraufhin habe ich ihn einfach angeschrieben, ob er das Spiel die ganze Zeit so spielen will und habe ihm dementsprechend euch ja auch empfohlen, damit ihr auch mal seht, wie verläuft das Spiel denn anders. Also Hat wenn er man sich sich anders eigentlich entscheidet. dafür bedankt, dass du ihm einige Abonnenten zugeschustert hast?
Bedankt, ja, ich glaube mittlerweile hasst er mich auch so ein Teil dafür, weil er muss in letzter Zeit doch ziemlich viele Abonnenten-Specials raushauen. Nein, ich denke, ja, also bedankt hat er sich und ja, er hat sich bedankt, mehrfach sogar. Und ich habe mich ja auch bedankt bei ihm, weil er hat ja auch zum Beispiel mein Channel-Design gemacht. Jetzt kommen wir auch genau darauf zu sprechen, zum Beispiel das Channel Design. Wirst du das Channel Design überarbeiten, sollte ein neues Projekt kommen, oder wirst du es erstmal so lassen? Wäre es nach mir gegangen, würde das Channel Design richtig überlagert sein mit allen möglichen Bildern, mit Andeutungen, zu Spielen, die ich halt eben spiele, Logos, keine Ahnung. Ja. Aber YouTube setzt da ja eine gewisse Grenze. Ich denke, Mass Effect 2 wird für immer und ewig, in irgendeiner Art und Weise im Channel Design enthalten bleiben. Mit den anderen Bildern weiß ich es noch nicht genau. Ich weiß ja noch nicht, was sich in Zukunft noch so alles sich ergibt. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Kannst du denn hier einen klitzekleinen Augenspalt aufmachen und sagen, okay, ich werde als nächstes das spielen? Verrat uns etwas. Oder auch nicht? Etwas kann ich euch definitiv verraten, und zwar mein letztes Let's Play, auch wenn es eigentlich totgespielt wurde, beziehungsweise von einigen Let's Playern tot gespielt wurde, also nicht gut gespielt, also meiner Meinung nach nicht gut, wird Terranigma sein, wenn ich da noch ein, zwei kleine Probleme bei den Aufnahmen behebe, beziehungsweise das richtige Programm gefunden habe, damit das Spiel auch schön aussieht und nicht so grob pixelig wie mein Let's Race. Ich freue mich aber schon mal darauf und bin echt sehr gespannt, wie du es durchspielen wirst, da ich selbst ein sehr großer Terranigma-Fan bin. Was auch dir viele Abonnenten sicherlich als Frage gestellt haben, war doch, wie heißt Hello 1986 eigentlich real? Tja, ich habe einen realen Namen, den ich aber noch nicht nennen werde. Eventuell später, aber so ein bisschen geheimnisvoll möchte ich noch bleiben. Ich denke, das hast du auch vollkommen geschafft. Was denkst du denn heutzutage von den Leuten, die deine Videos gucken? Ist es denn eher, dass die Leute, du kannst ja das nachschauen in der Statistik, ist es denn eher, dass die Leute wirklich über die Abonnements deine Videos erreichen? Oder ist es eher, dass die Leute per Zufall deine Videos angucken? Es hält sich interessanterweise in Waage. Das ist wirklich so. Also wenn ich Insight aufmache, steht da, ich glaube, 34% über andere Videos gefunden und 34% über den Kanalseitenplayer gefunden. Das heißt, 34% meiner Abonnenten oder meiner jetzigen Abonnenten haben mich so gefunden und 34% haben mich durch Zufall gefunden. Das spricht auf jeden Fall schon mal dafür, dass du auch Leuten bekannt wirst, die teilweise sogar gar nichts mit Let's Play zu tun haben. Jetzt mal eine etwas philosophische Frage. Hello, was war zuerst da? Das Ei oder das Huhn? Ich denke eher das Huhn, denn wäre das Ei zuerst da gewesen, wer hätte es gelegt? Ich denke, mit dieser Frage können wir die Abonnenten sozusagen in den Abend entlassen. Ich bedanke mich dafür, dass du so viele Fragen so ehrlich beantwortet hast und wünsche dir noch viele, viele weitere Abonnenten und hoffe, dass es weiterhin so viele tolle Videos von dir gibt. Dankeschön. Ja, ich danke dir auch, Chris, für das nette Interview. Ich denke, die Abonnenten haben jetzt auch verstanden, warum ich diesen Weg gewählt habe. Ich bedanke mich natürlich nochmal bei euch allen, dass ihr mich abonniert, dass ihr mich fleißig guckt und natürlich, dass ihr mir so tolle Kommentare gibt, wie ich heute bekommen habe, beziehungsweise in den letzten paar Tagen und dass ihr diskutiert. Ich finde es einfach toll. Macht weiter so und ich werde natürlich auch versuchen, irgendwie weiterzumachen. Ich bin Hello1986 Und ich bin der Chris. und das war das 250er Abonnenten-Special. Bis dann!